Yo, hi Leute, ich bin's wieder, Kind of Music. Und heute kommt das Tutorial für die Profile der jeweiligen Benutzer. Dieses Tutorial wurde auch angefragt und ja, ich werde das jetzt heute mal machen. Allerdings werde ich das Ganze ein bisschen kurz halten, weil das würde ewig dauern, das alles zu machen. Das heißt, ich habe schon mal ein bisschen das vorbereitet. Ich zeige euch das eben mal ganz kurz. So, und zwar habe ich hier vier Seiten bereits. Einmal, oh, kleinen Moment, einmal die index.php, die connect.php, die login, die logout.php und die member.php. Was ich da jetzt jeweils gemacht habe, zeige ich mal ganz kurz. Also, ich fange an mit der connect.php. Das ist einfach nur die Verbindung zum MySQL. Host, in dem Fall wieder Localhost, Root und ohne Passwort. Die Datenbank habe ich Tutorial benannt. Zeige ich euch auch gleich. Auch gleich. Weiter mache ich mit der index.php. Hier habe ich erstmal einen Session Start, weil das ist eigentlich meine Login-Seite. In dem Falle wieder. Was das, dieser Code hier oben zu bedeuten hat, zeige ich gleich noch. Hier auf jeden Fall jetzt mal standardmäßige HTML. Dann Login, kurze Überschrift, die Form, wie wir sie auch schon als Serverin gemacht haben. Dann hier einfach der Login und hier das Ende. So, beim Login, den gehe ich mal ganz kurz durch, also Variablen gesetzt, überprüft, ob die Eingabefelder nicht leer sind. Hier Fehlermeldung, falls sie leer sind. In dem Fall, man könnte sie das jetzt noch sicher machen. Das ist jetzt nicht die sicherste Variante. Aber ja, ich lasse es jetzt mal so. Dann habe ich hier jetzt mit require once die connect.php eingefügt. Also wir haben uns mit der Datenbank verbunden. Habe mit dem Query alles im Endeffekt, also alle Benutzer aus der Tabelle rausgefiltert, sage ich jetzt mal, wo der Benutzer halt genau der eingegebene User ist und das Passwort genau. Das eingegebene Passwort, dann wenn da bleibt im Endeffekt dann bloß ein Benutzer übrig, dann wird von diesem Benutzer, eigentlich brauche ich das hier nicht mehr machen, aber ich habe es sicherheitshalber doch nochmal gemacht. Das heißt, ich habe mir von dem Datenbank-User mit MySQL Fetch Associate von diesem Query hier oben habe ich mir den Benutzernamen nochmal extra rausgeholt und das Passwort nochmal extra rausgeholt von dem, was wir halt hier als Ergebnis rausbekamen. Und habe das hier unten nochmal verglichen, damit das auch wirklich stimmt. Habe dann die Session gesetzt. Und jetzt kommt das Wichtige. Ich habe hier oben nämlich noch die User-ID mitgenommen. Von diesem Benutzer, also nicht nur den Benutzernamen und das Passwort, sondern auch die erste Zeile, die ID, die zeige ich euch gleich, habe dem die Variable User-ID gegeben. Und ja, was das bringt, zeige ich gleich noch. Also habe dann hier die Session gesetzt und habe jetzt hier mit einem Refresh der Seite gemacht. In dem Fall mit diesem Meta HTTP Equiv Refresh Content, in dem Fall also sofortiger Refresh auf die member.php mit der Get-Variable ID. Und diese Get-Variable beinhaltet diese User-ID. Also die jeweilige ID dieses Benutzers, der sich gerade angemeldet hat. Ja, ist jetzt ein bisschen verwirrend vielleicht für die richtigen Anfänger, aber ich hoffe mal, ihr könnt leicht irgendwie nachvollziehen. Dann habe ich hier oben nochmal eine kurze Überprüfung eingebaut für die Session. Wenn die denn schon wirklich, also wenn der User schon eingeloggt ist, verbinden wir uns einmal mit der Datenbank. Und suchen uns wieder jeden Benutzer, wo der Benutzername genau der Session entspricht. Also ich habe die Session hier unten, hier, habe die Session hier unten auf den Benutzernamen gelegt. Hier, den habe ich mir hier geholt, habe den auf den Benutzernamen gelegt. Überprüfe also hier im Endeffekt, ob der Benutzer auch wirklich, also überprüfe hier alle Benutzer, wo der Benutzer genau dem Benutzernamen entspricht, der in der Session gespeichert ist. So, habe mir von diesem Benutzer, der ja dann übrig bleibt, was ja logischerweise bloß einer sein kann, wieder ID geholt mit anderer ID.
und hier auch andere Variable für die Row, weil ich das hier unten schon hatte und ich mache ungern immer die gleiche Variable. Und habe mir dann einen Header auf die Member.php mit der ID wieder mit dieser ID gemacht. Hier oben konnte ich einen Header hernehmen, weil es vorher ja noch kein Code gab, den ich ausgegeben habe im Endeffekt. Also ich hatte hier noch kein Echo oder kein HTML-Code vorher. Das heißt, nur dann funktioniert der Header auch wirklich. Und deswegen habe ich hier unten auch die Meta HTTP Refresh Version genommen, da der Header hier unten nicht funktionieren würde, da ich ja diese Form und so Zeugs hier schon ausgegeben habe. Genau, also diese Weiterleitung ist im Endeffekt genau das gleiche wie hier oben. Ich hole mir bei beiden die ID und überprüfe hier nur noch mal ganz kurz, ob der Benutzer, also die Session, der Benutzer, der in der Session gespeichert ist, auch in der Datenbank vorhanden ist. Genau. Soweit dazu. Die Lookout ist ganz einfach, Session wird gestartet, wird überprüft, ob die Session existiert. Wenn ja, zerstört die Session und leite mich wieder auch zurück auf die index.php. Ansonsten einfach mal Echo Fehler bei dem Logout, fertig. Die Member zeige ich jetzt noch nicht, da ich jetzt erstmal kurz zeige, wie das funktioniert. Jetzt erstmal beim PHP MyAdmin. Ich habe mir die Datenbank Tutorial angelegt, mit der ich mich auch in der connect.php hier verbinde. Genau hier. Habe mir hier die Tabelle Users angelegt. Wohlgemerkt Users. Ja, hier wieder richtig schreiben. Genau, habe hier drei Felder angelegt: ID, Benutzer und Passwort. Ja, Standardprozedere. ID halt wieder Auto-Increment und Primary Key. Ansonsten gibt es dazu nicht wirklich viel zu sagen. Habe dann hier wieder einfügen, einfach mal den Benutzer eingefügt mit der ID 1, also Auto-Increment hat er automatisch gemacht. Ich habe einfach nur den Benutzer angegeben und ein Passwort. Benutzer ist Benutzer und Passwort ist Passwort, das habe ich jetzt einfach mal so gelassen. So. Wir schauen uns jetzt erstmal nochmal ganz kurz die Member.php an. Da ist jetzt auch nicht wirklich viel drin. Session wird gestartet. Ich sage hier in der Überschrift Member-Bereich, sage Willkommen der jeweilige Benutzer, also gebe die Session aus und mache hier einen Logout-Link. Dann nochmal eine Überschrift des jeweiligen Profils, das bilden wir jetzt dann gleich zusammen. Und dann werdet ihr auch sehen, wie das Ganze mit der Get-Variable funktioniert. So, ich zeige das mal eben. Also Benutzer, das Passwort. Passwort. Ich sage Login, werde weitergeleitet auf die Member.php mit der ID 1 und hier wird ausgegeben Willkommen Benutzer, der jeweilige Benutzername hat. Kann mich dann hier ausloggen, werde zurückgeleitet auf die Index.php und das war's dann auch schon. Also nochmal Benutzer, Passwort, jetzt vertippe ich mich mal absichtlich. Also das funktioniert auch, der Benutzername ist Passwort falsch, bitte fülle alle Felder, ja, funktioniert alles. Hoppala. Ja, Benutzer, Passwort. So, wir sind drin. Okay, dann geht es jetzt weiter mit dem eigentlichen Teil dieses Tutorials und zwar die Get-Variable oben die jeweiligen Daten holen. So, dazu erstellen wir bei dem Benutzer jetzt erstmal ein bisschen was. Das heißt, wir fügen hier ein paar Felder hinzu und zwar mache ich jetzt erstmal drei Felder ans Ende der Tabelle und sage okay. Sage jetzt hier jeweils Text. Text, bitte. So. Sage jetzt hier Alter beispielsweise, Wohnort, was mir nicht alles einfällt und Hobbys, je nachdem. Ja, also das sind halt drei so Profilsachen, sage ich jetzt mal, die man eigentlich so standardmäßig drin hat. Und ja, wäre jetzt von Vorteil gewesen, wenn ich es richtig geschrieben hätte. Ich bessere das mal eben ganz kurz aus. Ich schreibe das Ganze mal wieder klein, dann ist es leichter zu merken. So, gut, alles klein. Ja, okay. So, dann würde ich sagen, füllen wir das doch gleich mal ein bisschen. Was mache ich denn? Ich will ja den hier bearbeiten. So. Ich habe die beiden übrigens auch Text gemacht, weil es jetzt erstmal auch egal ist. Ja, ihr könnt das machen, wie ihr wollt. Alter, ich mache jetzt mal 16.
Wohnort, Buxtehude, keine Ahnung. Und Hobbys, Sport, Musik, was weiß ich. So, okay. Das heißt, er hat jetzt auch ein bisschen was drin, der jeweilige Benutzer. Und, ja, gut. Ich würde sagen, fangen wir an. Das heißt also, das Profil, da kommt jetzt rein. Zum einen das Alter des jeweiligen. Dann, Entschuldigung, der Wohnort und die Hobbys. Ah, da brauche ich jetzt keinen Break mehr. Genau. Schauen wir mal eben. Genau. So ist richtig. So. Jetzt brauche ich, bevor ich das hier ausgebe, einen PHP-Code, in dem ich sage, Dollar. Oh, Entschuldigung. Dollar User-ID. Also ich mache die Variable User-ID wieder. Dollar unterstrich get. Also wir holen uns jetzt die Variable ID. Get. Also diese Variable, die ID. Die ist ja in dem Falle 1. Das heißt, mit dieser User-ID können wir jetzt sagen, require once. Also wir verbinden uns wieder mit der Datenbank. Connect.php, sagen dann MySQL Query select alles from users where also wo der ja ich könnte eigentlich gleich doppelt prüfen, also wo die ID der User-ID entspricht and der Benutzer gleich Dollar Unterstrich Session Login. Ist zwar jetzt nicht notwendig, das zweite, aber ich mache es trotzdem. Alles gut, passt. So, aus Sicherheitsgründen lege ich wieder die Variable Query an, damit das aufpasst. So, sage jetzt while. Also mache jetzt wieder so eine While-Schleife. Und jetzt kommt eigentlich erst das Wichtige. Ich mache die Row wieder, sage wieder MySQL Fetch Associate, so wie ich es eigentlich immer mache. Sage hier Query. Oh, genau. Und hole mir jetzt hier die jeweiligen Daten, die ich eigentlich von dem Benutzer ausgeben will. In dem Fall ist es ja das Alter. Ist ja die Row Alter. Der Wohnort ist die Row. Ist die Row Wohnort. Und die Hobbys sind die Row Hobbys. Und das ist im Endeffekt eigentlich das ganze Geschehen. Jo, das war es im Endeffekt. Das heißt, wir können jetzt sagen wir Alter, fügen jetzt hier, ja gut, ich mache das jetzt anders. Ich mache jetzt hier direkt im PHP-Code gleich mal ein Echo. So. Schneide das jetzt aus, dann brauche ich nicht ständig einen PHP-Code einfügen. So. Genau. Und sage jetzt hier einfach die Variable Alter. Hier die Variable Wohnort. Und schließlich und endlich die Variable Hobbys. Und sage Speichern. Refreshe das Ganze. Und habe einen Serverfehler. Kleiner Moment. Nennt mein Example läuft. Dann liegt der Fehler in unserem Code. Ich habe bestimmt wieder irgendwas Blödes übersehen.
Ich mache das jetzt einfach mal raus. Ich glaube zwar nicht, dass es an dem liegt, aber. Ja, jetzt hat. Lag wohl doch daran, oder? Es war wirklich ein interner Serverfehler. Naja. Auf jeden Fall haben wir jetzt den Code nur mit der ID. Könnt ihr entweder so machen oder das andere probieren. Ich weiß es gerade gar nicht. Ist mir jetzt auch wurscht. Funktioniert jedenfalls. Also ich habe jetzt das Alter, den Wohnort und die Sport bzw. sonstiges ausgegeben. Ich kann jetzt hier noch kurz sagen, da ich im Echo bin, ich will das Ganze fett haben, damit man es eben auch unterscheiden kann. So, einmal frei. Um das jetzt mal kurz zu testen, logge ich mich mal aus. Also zu testen, dass es wirklich überall funktioniert, lege ich einen zweiten Benutzer an. Den Benutzer nenne ich Test. Das Passwort ist ebenfalls Test. Das Alter ist 150, was egal ist. Der Wohnort ist Hinterdupfing. Und seine Hobbys sind Langweilen, PC und Gaming. Weil mir gerade auch nichts Besseres einfällt. So. Dieser User heißt jetzt Test, hat das Passwort Test, Alter, Wohnort und Hobbys. Und die hat die ID 2, er hat die ID 1. So. Überprüfen wir, wir loggen uns ein mit den jeweiligen Daten. Test, Test, werden mit der ID 2 weitergeleitet. Haben das Alter, 150, Hinterdupfing und langweilen uns. Genau. Wenn ich jetzt hier 1 eingebe, kommen halt die Daten von dem Benutzer, also vom Profilbenutzer. Was wir auch noch schnell dazu schreiben könnten eigentlich. In dem Fall hier Benutzer. Ich werde gleich noch sehen, was ich noch vorhabe, denn ich habe nämlich noch eine Kleinigkeit vergessen als Sicherheit. Benutzer. So, können wir den Namen noch extra ausgeben. Jetzt schreibe ich dieses Profil hier doch noch unten in den PHP-Code, also hier rein. So, denn jetzt können wir sagen Profil von Benutzer. So, wir sehen, wir sind auf dem Profil vom Benutzer und mit der ID 2 hier oben sind wir auf dem Profil vom Test. Genau. Das Problem ist jetzt also allerdings, dass das hier jeder ändern kann, wie er gerade lustig ist. Genau. Und um das Ganze zu überbrücken, können wir jetzt einfach sagen, auf dem Mirror.php im Endeffekt das gleiche, was wir hier oben gemacht haben. Nämlich, wir überprüfen im Endeffekt, ob. Nein, Moment. Wir müssen schauen, dass der Benutzer, den wir ansprechen mit der ID, der gleiche ist wie der in der Session. Das heißt, wir müssen diesen ganzen Code, den ich jetzt, vollzogen habe, Freizeichen PHP, ich lasse das mal dabei, diesen ganzen Code mit den Variablen bereits hier oben reinfügen. Was jetzt irgendwie leicht Schwachsinn war, ich das eigentlich gleich verwenden kann. Genau. Und zwar nochmal kurz Sicherheit. If Session Login ist gleich true. Nur dann soll er mal das machen. So. Dann holt er sich die ID, verbindet sich mit der Datenbank, schaut, ob das auch wirklich stimmt. Genau, und dann legt er die ganzen Variablen an. Richtig. Und dann überprüfen wir jetzt hier einfach, if die Dollar underscore Session Login ist gleich der Benutzer. Also der Benutzer, der mit der ID angesprochen wurde. Wenn das der Fall ist, bravourös,
Er hat es geschafft. Er ist drin. Also er bekommt die Zeit angezeigt. Andernfalls sagen stirb, oder beziehungsweise die, wie es so schön heißt. Die mit dem Fehler. Sie sind nicht der berechtigte Benutzer dieses Profils. Was eigentlich auf einer Community totaler Schwachsinn ist, dieses das hier einzubauen. Denn, kleinen Moment, mit der ID 1 kommen wir nicht drauf, mit der ID 2 kommen wir auf unser Profil. Also so könnte man das noch schützen, wäre aber für eine Community, wie gesagt, Schwachsinn, weil man sollte ja die Profile der anderen Leute schon sehen dürfen. Also, ja, hat jetzt im Endeffekt überhaupt nichts gebracht, war aber irgendwie nochmal gerade so eine lustige Idee. Naja, funktioniert jetzt auf jeden Fall wieder. Man könnte jetzt hier so einen PHP-Code wieder nach unten kopieren. Und was nicht alles. Ja, machen wir nochmal. Der Vollständigkeit halber. Gut. Funktioniert alles. Läuft wie geschmiert. Wir kommen auf unser Profil von Test. So. Wir könnten jetzt auch noch ja, hier theoretisch sagen. Ja, das mache ich mal so. Also ich gebe hier dann die Daten aus und sage jetzt hier oben, if der Benutzer ist gleich der Session Login. Also wenn wir im Endeffekt auf unser eigenes Profil gehen, ach Schmarrn, Entschuldigung, dann sagen wir Echo A3. Mein Profil. Andernfalls gib mir einfach aus. Genau, und ich sollte noch kurz ein Ding machen. Das hier unten soll er mir immer ausgeben. Das hier soll er mir immer ausgeben und da soll er variieren. Genau, also wir loggen uns jetzt ein mit Benutzer und Passwort. So, kommen auf mein Profil, also beziehungsweise unser Profil mit dem Benutzer. Gehen wir jedoch auf das Profil vom Benutzertest, steht da Profil von Test. Genau. Ja Leute, das war's für dieses Tutorial. Ich hoffe, ich konnte euch mal wieder helfen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.